Der 8. Mai ist ein besonderer Tag in Deutschland. Wir erinnern uns daran, dass der Zweite Weltkrieg an diesem Tag zu Ende ging. Jetzt ist es nach wie vor unsere Aufgabe, unsere Schlüsse aus diesen schrecklichen Ereignissen zu ziehen. Für die Linke gibt es eine einzige Antwort: Nie wieder Krieg. Wir müssen erkennen, dass der Krieg keine Probleme löst, dass er das Unglück der Menschheit nur immer weiter vergrößert. Und deshalb sagen wir am 8. Mai, die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland muss geändert werden. Wir müssen das Völkerrecht wieder respektieren. Wir dürfen uns nicht an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligen. Wir müssen die Bundeswehr aus Afghanistan abziehen. Das ist eine aktuelle Forderung, insbesondere nachdem auch der amerikanische Präsident gesagt hat, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Geben wir die Milliarden lieber aus, um Hungernden zu helfen, um Kranke gesund zu machen. Aber Krieg ist keine Antwort. Das ist die Botschaft des 8. Mai.